Angriff. Wir haben einen einzelnen Greifling gefunden. Ist zwar eigentlich nichts wirklich Besonderes, aber da es das erste Mal ist, dass wir von den Biestern angegriffen wurden, dachte ich mir, nehme ich das nochmal kurz auf. Und das war's auch schon. Wie gesagt, die sind eigentlich nur nervig und gefährlich, wenn sie in großen Gruppen auftreten. Aber sonst kann man die getrost ignorieren. Geben aber, wie gesagt, 35 Erfahrungspunkte. Das ist schon fast so viel wie eine von den Laufquests in dem Tutorial am Anfang, also in Kerzenburg drin. Das heißt, wenn ihr später das Spiel selber spielt oder neu anfangt, wie auch immer, man kann die ruhig überspringen, das ist absolut kein Problem. So, schauen wir uns hier nochmal weiter um. Ja, eigentlich könnten wir auch erstmal zur Taverne gehen, wo Jahira und Khalid auf uns warten und dann später hier die Gegend erkunden. Dazu müssten wir aber erstmal wieder auf die andere Seite gehen. Denn man kann die Karte halt nur von den Randgebieten verlassen und... Oh, ein Bär. Bist du ein lieber Bär? Ja, er ist blau. Jetzt nicht mehr. Aber die können schon ganz garstig sein, wenn sie den mal treffen. Wow, seht ihr? Aber er flieht auch. Das heißt, er legt sich die Hände auf und Immun schießt einfach weiter. Hoffentlich läuft er jetzt nicht in... Ups. Ui, 175 Erfahrungspunkte. Der lohnt sich auf jeden Fall. Aber ist auch jetzt nicht gefährlicher. Na gut. Ich melde mich wieder, wenn ich hier was Neues gefunden habe. Nachdem wir das Gebiet hier oben erforscht haben und unterwegs nur auf einen Wolf und einen Kreischling gestoßen sind, treffen wir jetzt hier unten auf der Straße zwei komische Gesellen. Unser Paladin wirft gleich mal ein böses Entdecken und die leuchten rot auf wie sonst was. Aber es sind keine gut eingestellten Charaktere, die haben irgendwas Böses im Schilde. Sprechen wir sie trotzdem mal an. Und sie haben einen nervigen Akzent. Ein Kind, das alleine in der Wildnis herumläuft? Kind? Fragezeichen. Du kannst nicht sehr helle sein, wenn du auf diesen Straßen reist. Und ihr seht auch ganz schön zerschunden aus. Mit solchen wie euch braucht man sich über einen Mangel an Problemen wirklich nicht zu beklagen. In der Tat. Ich kann euch als Geste des guten Willens heilende Tränke anbieten, wenn ihr wollt. Da wir spüren, dass er ein böser Charakter ist, werden wir von ihm garantiert keine Tränke annehmen. Ich kenne euch nicht und verzichte auf eure Hilfe. Aber nie und nimmer, hmpf. Jetzt muss er sich euretwegen ärgern. Jetzt muss dieser dämliche Magier wieder stundenlang rumzetern. Haut ab, ich will euch beide nicht mehr sehen. Na gut, das ist wohl besser so. Weil zum einen vom Rollenspielerischen her hätte es nicht gepasst und zum anderen her auch. Zum anderen auch von der Spielmechanik. Denn wenn man böse Charaktere in einer Party hat und durchgehend gute Taten vollbringt, wie wir es wahrscheinlich machen werden, dann werden sie eh gehen, weil sie damit nicht einverstanden sind. Na gut, aber jetzt haben wir, denke ich mal, genug hier erforscht. Den Rest können wir auch noch ein anderes Mal machen. Gehen wir erstmal ins nächste Gebiet, um dann weiter Richtung Freundlicher Arm zu reisen. Da können wir dann erstmal Jahira und Khalid holen und danach hier weitermachen. So kriegen die auch die Erfahrungspunkte ab. Wie ihr sehen könnt, wir haben die Karte hier am östlichen Rand verlassen und können daher auch nur hierhin weiterreisen. Wären wir jetzt nach oben rausgegangen, hätte sich hier ein neues Gebiet aufgetan, wenn denn da eins ist. So, aber weiter nach da. Hey da, Wanderer! Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Alter Mann. Hallo Wanderer. Verzweifelt einen Moment. Er verweilt einen Moment und tut einem alten Mann einen Gefallen. Es ist schon fast 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen und mich gut unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur die Verzweifelten oder die Verrückten noch zu reisen. Wenn ihr meine Freimütigkeit entschuldigt, welcher Gruppe gehört ihr an? Verzweifelt, würde ich doch sagen, ja. Ja, sind wir mal ehrlich. Er scheint uns ja sympathisch zu sein. Eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht den Weg zum Freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort vielleicht ein paar Freunde treffe.
Das würde ich tun. Das Wirtshaus ist nur einen kurzen Weg von hier im Norden und seine Türen stehen weit offen. Ich zweifle nicht, dass eure Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwarten. Seid meines Mitleids versichert, wenn euch die Strapazen der Straße zu sehr zugesetzt haben. Da lässt er schon durchblicken, dass er mehr weiß, als er vorgibt. Ich bin jedoch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun habe ich aber genug eurer Zeit verschwendet und schon zu viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. Sehr komisch. Aber gut, im Norden, hat er gesagt. Folgen wir einfach mal der Straße. Das müsste ja am sichersten sein. Obwohl, wurden auch vor Banditen gewarnt. Da war ein Kreischen. Zack. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, einzelne Kreischlinge sind echt kein Problem. Jetzt verlassen wir lieber die Straße, denn die Diebe werden auf jeden Fall da uns überfallen wollen. Oh. Ja, den zu finden, wenn man es nicht weiß, ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, wie ich beim ersten Mal drüber gestolpert bin. Ich glaube, ein Freund hat mir das erzählt. Also hier im Stein versteckt sich ein Ring. Und das ist ein Ring plus 1. Das heißt, unsere Rüstungsklasse hier die 0 minus 1. Das heißt, wir wissen auch, er macht plus 1, obwohl wir ihn noch nicht identifiziert haben. Sehr praktisch und auch sehr teuer normalerweise. Aber wenn man nicht weiß, dass er da ist, übersieht man ihn auf jeden Fall. So, weiter geht's. Wo sind wir? Wir sind schon gleich im Norden. Ist da was drin? Nee. Seid bitte etwas leiser, wenn es euch nichts ausmacht. Hier laufen Wesen herum, die besser hören als wir. Oh, wirklich? Wovor sollte ich mich in dieser Gegend in Acht nehmen? Hier in der Gegend? Da würde ich mir keine großen Sorgen machen, wenn ihr nicht völlig hirnlos seid und auf alles losgeht, was ihr seht. So wie Bären zum Beispiel. Meistens rennen hier Kreischlinge herum, aber die machen kaum Ärger. Ein guter Bogen und ein fähiger Schwertarm werden mit einem oder zwei schon fertig. Mit mehr sogar, wenn ihr Unterstützung von Magiern und Priestern habt. In letzter Zeit sind die Wölfe ein bisschen gefährlicher. Davon haben wir auch schon einen gefunden. Also offscreen zumindest. Wahrscheinlich liegt das daran, dass jetzt mehr Leute für ihren Lebensunterhalt jagen, weil sie wegen der Eisenknappheit keine Arbeit mehr haben. Mit einem hungrigen Wolf ist nicht zu spaßen. Und ich an eurer Stelle würde nicht alleine reisen. Wieder der Hinweis, man braucht eine Gruppe. Jada, jada, jada. So. Wir wollen weiter nach Norden. Denn wir wollen wirklich eine Gruppe haben. Und nicht nur zu zweit rumreisen. Auch wenn das mal eine Herausforderung wäre. Mit zwei Charakteren Baldur's Gate bestehen. So, auf zum freundlichen Arm. So, dann schauen wir uns doch mal um. Müsste ja leicht genug zu finden sein. Ja, das sieht doch wieder Haupteingang aus. Durch die 2D-Ansicht sind manche Gebiete, wie man das hier zum Beispiel sieht, recht unübersichtlich. Aber daran gewöhnt man sich ja schnell. Dass er nicht volle Hitpoints hat, ärgert mich ein bisschen. Kurz Hand auflegen. Ja, schaut schon besser aus. Das Handauflegen bringt am Anfang zwar nur 2 Hitpoints, aber besser als nichts. So. Und hier scheint es reinzugehen. Hallo Freunde, euch habe ich hier noch nie gesehen. Was führt euch in den freundlichen Arm? Ja, wir sind noch ein bisschen naiv. Also sagen wir... Ich bin hier, um ein paar Freunde zu treffen. Oh, dann seid ihr diejenigen, die ich treffen soll. Ich bringe euch zu euren Freunden. Muss mir aber erst vergewissern, dass ihr auch die Richtigen seid. Heißt ihr Gerugon? Oh ja, das ist es. Sehr gut, dann seid ihr wirklich die, die ich suche. Einen Moment noch, ja? Und er greift uns an. Ja. Wie gesagt, schnell den Stab des magischen Geschosses, um seinen Spruch, den er auf jeden Fall gleich casten wird, zu unterbrechen. Und sie war zu langsam. Ach ja. Oh, die Wache hilft sogar. Das ist doch mal praktisch.
Magier können echt garstig sein. Wenn mal ein Spruch durchkommt. Wenn dann mal ein Spruch durchkommt, ja. So, den Stabschleuder lassen wir da. Die sind eh nichts wert. Und gucken wir mal hier. Kopfgeld ausgesetzt. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Gerogon, das Pflegekind von Gorion, ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Diese Person wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt. Das ist doch schon mal ordentlich. Wie immer gilt, wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Ziels teilen. Okay. Scheint wohl irgendeine Meuchelmördergilde zu geben oder dergleichen. Die Schriftrollen können wir erstmal nicht gebrauchen. Aber die bewahre ich mir auf jeden Fall auf. Weil wenn wir einen Zauberer in der Gruppe haben, sollte er den Spruch auf jeden Fall können. Die anderen beiden können wir verkaufen. Spruchrollen an sich sind relativ viel wert, deswegen können wir das gut gebrauchen jetzt am Anfang. Und gehen wir mal rein.